Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars in der roten Sau im 300er SEL von Mercedes 6,8 Liter V8, glaube ich. Also klingt nicht nur angsteinflößend, ist es auch von der Leistung her. Und das Ganze heute in Irland. Und könnt ihr schon erkennen, was das für eine Strecke ist? Nö, zumindest eine mit vielen Details, aber wir fliegen mal so helikoptermäßig nach oben. Da, eine Kartstrecke und nicht nur eine Kartstrecke. Leute, die das Layout kennen, kennen das Layout, aber ich sag einfach mal, das ist hier Irland, ne? Greenwood Karting Circuit. Das ist das jetzt einfach mal. Hust, 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 hust. So, wir steigen ins Cockpit, denn wir wollen den Roten mal hier ein bisschen quer schicken. Die rote Sau durchs Dorf treiben, wenn du so willst. Und dann geht sie doch direkt mal los. Das Differential ist nun standardmäßig zu 40% gesperrt. Das heißt, solche Drift-Action ist wohl gewollt. Muss ich jetzt einfach mal von ausgehen. Und wir hatten so eine Kombination zwar schon mal, obwohl die rote Sau auf einer Kartstrecke hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Fakt ist auf jeden Fall, man kann ja jetzt nur noch Kartstrecken auswählen, wenn man vorher ein Kart ausgewählt hat zum Fahren, was ich ein bisschen blöd finde. Weil gerade auf diesen Strecken machen so große Karren natürlich A, wenig Sinn, aber B, nicht unbedingt weniger Spaß als ein Go-Kart oder so. Naja, und mit so einem kleinen Trick, beziehungsweise wählt man dann erst die Strecke aus und dann das Auto. Und dann kann man sich diese Kombination hier zurechtschustern, allerdings nicht im Rennmodus. Und da kommen wir auch schon zum Knackpunkt. Ich werde hier wahrscheinlich keine dauerhafte Wiederholung einblenden können, weil ich die hier nicht aufzeichnen kann. Ich kann hier, glaube ich, nur die letzten zwei Minuten aufzeichnen. Aber immerhin kriegen wir da dann trotzdem ein bisschen was zu driften oder zu sehen in der Wiederholungskamera. Oder 20. Dann müssen wir mal lieber ab. Also die ersten zwei Gänge sind gesetzt hier. Mehr brauchen wir nicht. Reicht ja auch für eine Kartstrecke, mal ganz ehrlich. Und wir müssen im zweiten Gang auch schon aufpassen, wenn der ein bisschen auf Drehzahl kommt. Kommt der auch ganz schnell quer. Das ist wohl die engste Kurve hier im Kurs. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, solange das noch geht, nutzen wir das auch aus hier, dass wir ein bisschen auf der Kartstrecke mit normalen Fahrzeugen rumcruisen können. Vielleicht wird das ja so bleiben, dass man das System immer ein bisschen austricksen kann. Das würde ich sehr begrüßen. Aber, naja, falls es nicht geht, haben wir es hier nochmal gemacht. Oh, Scheiße, hier kommen wir nicht mehr rum. Hier, zweiter Gang, problemlos, wenn man bei 70 da in den zweiten schaltet, kommt da immer noch der Arsch beim Einkuppeln wieder. Können wir hier vielleicht auch noch hinkriegen, ja, bisschen langsam, aber das passt auch. Ihr seht übrigens die Laternen, die hier rumstehen, das heißt, die Strecke ist auch nachts befahrbar, was ich eine sehr geile Sache finde. Aber jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich gelesen habe, dass die Strecke nachts sehr dunkel sein soll. Ich meine, wir haben zwar hier Beleuchtung, das ist ja dann eher für Karts relevant, weil die ja keine Lämpchen haben. Aber ich fand das hier gerade so schön, in der nachmittäglichen irischen Sonne hier rumzucruisen. Ich müsste hier schon viel steiler sein, da könnte man hier noch rum. Dafür muss ich aber dann auch ganz schön Geschwindigkeit verlieren. Na, müssen wir sehen, ob wir das schaffen. Ich feiere das Auto so sehr. Es hat mir schon von Anfang an so viel Spaß gemacht und es ist noch besser geworden. Zu schnell, zu schnell. Okay, nur ein bisschen. Ganz leicht aufs Kiesbett gekommen. Gar kein Problem. Machen wir mal einen Lenkrad-Einschlag.
kommen wir nicht rum. Ich bräuchte mehr Geschwindigkeit, um die Gerade zu überbrücken zur nächsten Rechtskurve. Und dann müssten wir so abrupt Geschwindigkeit verlieren. Das schaffe ich mit dem Fahrzeug so nicht, glaube ich. Ich habe übrigens genau unterm kleinen Finger, also unterm Fingernagel vom kleinen Finger, ist mir die Haut so ein bisschen aufgeplatzt. Total eklig. Weil es genau auf der Spitze des Fingers sitzt. Und jetzt komme ich ja ab und zu mit dem kleinen Finger an die Schaltwippen vom G27. Das ist nicht gerade geil. Deswegen bin ich hier so ein bisschen... Ja, kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr einen Finger nicht nutzen könnt, dann weiß man nicht, wie man Sachen anpacken soll und so. Man ist dann nicht haptisch nicht ganz bei seinen Fähigkeiten. Nein! Hauptsache nicht in die Reifenstapel. Oh, vom Wegen geht nicht. Musst du den Bogen ein bisschen größer spannen, höher spannen, wie sagt man das? Das hat ja gar nicht so schlecht geklappt. Ob wir das nochmal hinkriegen? Es ist einfach geil. Die Karre macht Spaß, macht Laune. Und hier habe ich auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder irgendeine Fahrhilfe zu Unrecht mit doch dabei ist und an ist. Vielleicht kommen wir auch gar nicht so in den extremen Drift, wo einem das auffällt. Aber alles Taco in dieser Kombination. Force Feedback ein bisschen lasch, aber das wird ja überall noch gemacht. Da brauchen wir uns eigentlich gar nicht drüber unterhalten. Ist das herrlich. Oh, da waren wir auch schon am Lenkeinschlag. Ich habe gedacht, es geht noch weiter und auf einmal duzt. Übrigens, schön, dass euch die Multiplayer-Session mit dem Pines TV und dem LPN und Dominik von Kai Spielekiste, dass euch das so gut gefallen hat. Da wird es doch hoffentlich jetzt einfach, sage ich jetzt einfach mal so, mehr von geben. Kündige ich jetzt einfach mal an, ohne das Wissen der anderen. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, dass wir alle Zeit haben. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen mit 4 Mann oder mit 3 geht es ja auch sogar schon. Kannst du auch einfach deine eigene Lobby aufschmeißen und ja, dir so spannende Rennen liefern und hier mal ein bisschen gucken, was so geht, ein bisschen rumexperimentieren. Haben wir auch auf dem Highway gemacht, wo wir einfach mal Beschleunigungsrennen gemacht haben. Das ist ja, hat ja im Endeffekt nichts mit dem Rennen zu tun. Das ist dann ein bisschen leichter, als wenn man da in einer öffentlichen Lobby unterwegs ist oder einer Lobby, die jemand anders aufgemacht hat und der vielleicht seriöse Rennen fahren will oder wo vielleicht auch nur die Honks drin sind, die alles crashen, was nicht bei 3 um eine Kurve ist. Deswegen, das hat mir schon sehr großen Spaß gemacht und das freut mich, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Und jedes Mal mit dem Gaspedal, mit jedem Gasstoß schickt man das Heck rum. Das ist wirklich noch fast das beste Feature im Project Cars, diese spontane, diese super reaktive Gasannahme. Man tritt drauf und direkt hast du das Feedback an den Hinterrädern. Guck mal, und das auch dosiert. Der Lenkeinschlag blieb fast die ganze Zeit gleich und ich konnte nur mit dem Gasstoß das Auto noch dahin positionieren, wo ich es gerne hätte. Hier sind wir zu schnell. Ja. Ein bisschen die Reifen abkühlt, aber nee, komm, was soll's. Oh.
Das ist so geil. Und das ist so geil. War vom Anschwingen her gar nicht so schlecht für die Kurve, aber natürlich viel zu unkoordiniert. Und hier sind wir eigentlich im zweiten Gang auch falsch. Oh. So langsam werden die Reifen fahrig. Ach du Scheiße. Hat es ein bisschen geschneit heute, beziehungsweise über Nacht. Da habe ich gedacht, oh ja geil, ein bisschen rumrutschen, ne? Pustekuchen. Die Straßen waren direkt alle schon wieder frei und es war nur noch Matsch zu sehen. Selbst die Parkplätze, da konntest du schon sehen, dass da Leute Spaß hatten, die da ein bisschen rumgedriftet sind, aber da ist natürlich schon alles, die ganze schöne Schneeoberfläche ist zur Seite geschoben und man ist schon fast wieder auf der auf der Straße quasi oder auf dem Parkplatz. Und mit Frontantrieb ist ja eh nicht so gut driften. Ne? Das ist ja eher so rumschleudern, mal so ein bisschen mal die Handbremse ziehen und sich vorstellen, man wäre im Rallye-Sport so ein bisschen. Aber mit Driften hat das ja eigentlich nichts zu tun. Das ist schon eine geile Kurve, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass man da mit dem Dickschiff hier, mit der roten Sau, ich bin nicht vulgär, die heißt so übrigens, dass man das so schaffen kann. Meint man gar nicht. Das muss man ja auch erstmal wissen. Mir gerade echt einen dritten Gang. Hätte ich natürlich gar nicht gebraucht. Ich bin natürlich nur ruhig, damit ihr den schönen V8 hören könnt. Das hat nichts mit meiner Konzentration zu tun. Nein, nein. Ich fahre auch wieder mit Zunge, glaube ich. Nein, da ist schon wieder weg. Oh, es ist irgendwie anstrengend, obwohl es gar nicht so schnell ist und man eigentlich auch noch recht viel Zeit hat. Also das ist noch am phänomenalsten, dass man hier so lockerflockig planen kann, was man am Wochenende noch so vorhat, während man hier rumdriftet, weil es eigentlich recht easy ist, wenn man ja schnell genug gegenlenkt. Und das ist ja eigentlich immer der Fall. Die Kurve so gut klappt, ist der absolute Hammer. Einmal die Linie rausfinden, im ersten Schwung ein bisschen weiter außen, dann verlassen, um in den zweiten reinzukommen. Das ist wirklich, klappt wie am Schnürchen und macht einen Spaß. Dafür verkacke ich die restlichen Kurven hier alle. Thank you.
Wie der dann noch rauskommt mit dem Hintern. Ah. Ja, ist echt ein stilles Video, tut mir leid, aber es macht mir so sehr Spaß, dass ich dann lieber schön driften möchte, als hier so, ja, halbgare Scheiße zu machen und noch dabei zu quatschen. Da soll in meinen Augen Project Cars keinen Fehler machen oder Slightly Mad Studios, die Entwickler, und das irgendwie rausnehmen, dass man mit solchen Fahrzeugen auf diese Strecken kann. Weil das ist nochmal so ein großes Plus, extra Kartstrecken zu haben, die klein sind, die von der Kurvenanzahl trotzdem sehr hoch sind, aber gerade mal 800 Meter lang oder Kilometer, wo man so einen Quatsch hier mit solchen riesigen Fahrzeugen machen kann. Das ist ja wohl das größte Auto, was wir hier kriegen im Project Cars so ziemlich. Okay, ich weiß nicht, welche Dimension so ein Formel-1-Auto hat. Aber bestimmt nicht so groß wie eine viertürige, fünfplätzige Limousine mit 6,8 Liter V8. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ist einfach geil. Ich feiere ja eh schon die Fahrzeug- und Streckenauswahl. Man hat super viel auszuwählen, kann sehr viel kombinieren. Die Klassen sind schon recht gut bestückt und so weiter. Ja, und dass sowas noch möglich ist, ist, dass ja, das i-Tüpfelchen. Oh, 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 nee, das könnte ja auch nicht gut gehen. Das wäre auch zu schön gewesen. Das war weder geplant noch beabsichtigt. Aber allerdings schon. Naja, ist auf jeden Fall eine wunderbare Kombination hier und das soll doch bitte beibehalten werden. Wir waren ja auch schon mal mit einem LMP1-Prototypen auf einer Kartstrecke. Und das muss einfach möglich bleiben. Da verstehe ich gar nicht, wieso man da so eine Restriktion reinbringt. Okay, man könnte argumentieren, dass solche Fahrzeuge hier vielleicht in Bereiche kommen auf der Strecke, wo ein Kart nie hinkommen würde und dass man deswegen bestimmte Bugs hätte, die man mit dem Kart einfach nie hinkriegen würde. Aber ey, ja und? Wenn ich doch mit meinem Allrad Audi hier oder mit meinem Evo hier die Berge hochkraxeln möchte, dann lass mich doch. Dann falle ich immer durch die Karte und dann ist gut. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ob es daran liegt oder nicht. Keine Ahnung, warum man das so machen wollen würde. Ich verstehe nicht, warum man hier überhaupt mit Karts drauf will. Das ist das Auto. Nur das sollte freigeschaltet werden für diese Strecke. Ist ja der Hammer, wie es hier abgeht. Oh, ja, ja, und auch wenn man nicht aufpasst. So, wir machen noch ein, zwei Ründchen. Das sage ich mir schon im Kopf seit 5 Minuten. Alter, ja, Karre kaputt, da sind wir da. Ach du Scheiße, so weit sind wir rausgekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Schaden ist zum Glück aus. Aber Karre ist eigentlich kaputt. Da haben wir die schöne rote Sau aus dem Museum haben wir jetzt zerstört. Das ist ja ärgerlich. Und das ist auch der Grund, warum ihr solche Fahrzeuge bitte nie auf die Kartstrecke holt. Die gehen direkt kaputt. Die halten ja nichts aus. Na, komm rum. Okay, das war scheiße. Also müssen wir noch mindestens eine Runde machen, damit ich die Wiederholung davon noch aufzeichnen kann.
Den zweiten Gang nochmal nachzulegen, ist auch so verrückt, dass er dann direkt weiter driftet. Schade, schade, schade. Nee, muss ich auch wieder in den ersten. So, jetzt nochmal eine schöne Runde. Oh, ich krieg's nicht mehr hin. Das gibt's ja gar nicht. Der Druck ist so groß, der Druck ist so groß. Also, falls ihr gleich keine Wiederholung seht, dann sah das einfach nicht schön aus und dann brauchen wir das auch nicht zeigen. Nein, schade, schade, schade. Ja, okay, dann belassen wir es auch dabei. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich gucke hier mal eben nach der Wiederholung. Alles klar. Tschüss.